Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Don Redhorse. Annebrich, Folge 47. Er schleimte mich voll. Ja, die Rakete Stufe 3. So sieht's aus, aber wir haben ja Galaxy Space und deswegen sieht sie so aus. Die Rakete Stufe 2 ist nicht das Problem. Alle anderen Sachen haben wir auch schon, aber uns fehlt noch das Landemodul Stufe 3. Und das sind gepresster Stahl, dieser Stahlmast, der Mondrover sitzt und eine Truhe. Der Mondrover sitzt, können wir zum Glück craften. Den haben wir schon mal gebraucht. Die Truhe haben wir auch ein paar. Ein Stahlmast haben wir allerdings nur einen, aber den können wir auch craften. Mal 10. Toi, toi, toi. So, demzufolge müssten wir eigentlich den die Rakete Stufe 3, das Landemodul, bauen können. Und hier haben wir es. Okay, also. Gucken wir mal nach. Rakete Stufe 2. Da. Die 4 Finn. Da. Die 10 Platten. Robust 3 haben wir. Diese komische, grüne, eklige, schwere Raketennase haben wir auch. Unser Raketenmotor. Und die zwei Hilfstriebwerke haben wir auch. Dann packen wir das mal hier rein. Und will nicht. Halt. Ja, klar, will nicht, weil Rakete Stufe 1. Oh Gott. Ich dachte gerade schon. Rakete Stufe 3. Zack. 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 Rakete Stufe 2. Und das Landemodul. Und wir haben eine Raketenstufe 3. Und wie sieht die aus? Ja. So sieht sie aus. Die wird schon ein bisschen größer, als die anderen. Aber immer noch nicht zu groß. Trotzdem. Schauen wir uns mal an, was wir da machen können. Auf zum Mond. Und wenn wir auf dem Mond sind, machen wir auch noch was anderes. Ja, hier ist mal wieder einiges los. Man hört es, die Laser arbeiten. Wieder Nacht auf dem Mond und oh jo, die ist ein bisschen größer, oder? Ja, und demnächst werde ich dann, glaube ich, auch noch das Loch ein bisschen vergrößern müssen für diese Rakete. Aber deswegen haben wir ja auf dem Mond gebaut. Jede Menge Platz. Und ein Teil der Geräusche kommen auch von dem neuen Laser-Turret, was ich hier gebaut habe, um die Plagegeister ein bisschen wegzuhalten. Also hier ist unsere Rakete drin. Demnächst, wie gesagt, müssen wir das ein bisschen vergrößern. Wird dann aber noch passen. Ich habe übrigens so ein bisschen was gebaut. Ja, ist nicht so toll geworden. Ich habe es deswegen auch dran gelassen, weil ich habe auch keine richtigen netten Ideen momentan. Mal gucken. Und was ich auch gemacht habe, ist mal mit Plot Magic ein bisschen gemint. Mit der Hoffnung, dass da halt irgendwo mal Meteoren dabei sind, aber da kommt Zinnerz und Kupfererz raus. Naja,
Ein kleiner Reinfall. Witzig, oder? So, ja, ich habe hier vorne so ein kleines Areal gebaut. Für meine Schleimlinge. Und habe auch direkt diese schönen, tollen Schleimling-Inventarbeutel mal gebaut vorher. Rezept ist recht einfach. Ein Schleim, Ball, Diamanten, viel Leder und eine Truhe. Und damit kann man das die Größe der möglichen Transportmenge der Schleimlinge vergrößern. Wie gesagt, abbauen nur mit der robusten Spitzhacke, ansonsten schlüpfen die und dann können die einfach hauen. Und dann kommt ein Schleimling. Den könnt ihr dann anklicken und sagen, und der heißt Schwert. Schwerti, weil er will Schwerter haben. Gucken wir mal, was der macht. Den nennen wir Thüri, weil der will Türen haben. Lass ihn auch mal sitzen. Und der? Das ist der blaue, den nennen wir Kartoffeli. Oh. Wo willst du hin? Komm mal runter da. Hallo? Kartoffeli. Put, 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 put. Vielleicht brauche ich eine Kartoffel. Es müssen aber, es müssen gekochte Kartoffeln sein. Oh Mensch. Der steht nur auf Backkartoffeln. Ofenkartoffeln. Gut. Ja. Ihr habt da auch ein Inventar, das ist nicht besonders groß. Nämlich zwei. Und schon, ne? Und wenn er denn halt diese Taschen gibt. Muss man die da reinhängen? Nö. Ah, da unten. Dann könnt ihr da unten die Taschen reinhängen und dann habt ihr hier Inventar. Dann können die euch also auch Sachen tragen helfen, wenn ihr wollt. Und die dann halt als Folgen deklariert, ne? So, Kartoffeli, oh, komm her. Wie kommst du denn eigentlich da hoch? Die lösen Zaun. Da. Sitzen. So, ich hoffe, die überleben das einigermaßen. Also, wir brauchen komische Schwerter. So, gucken, welche. Türen und Backkartoffeln. Schwerter? Es war kein Stahlschwert, oder? Ich meine, es war ein Steinschwert. Das sah so aus, ein Steinschwert. Okay. So, mal kurz rüber, sage ich. Gehen wir mal ein paar Kartoffeln machen. Ein paar Ofenkartoffeln. Für Kartoffeli. Und die machen wir am schnellsten einfach hier. In der Regierungsschmelze. Oh, ja. Ich habe genau eine Kartoffel. Der arme Kartoffeli, der wird verhungern müssen. Ja, ich würde dann mal sagen, ich
Geh mal schnell ein paar Kartoffeln besorgen. Und bin dann gleich wieder zurück, weil dann können wir ja nicht verhungern lassen, ne? Also gehen wir mal schnell Kartoffeln besorgen. Ja, okay. Also wir haben jetzt die Türen. Wir haben gleich auch die Kartoffeln und Schwert haben wir auch. Da die Schwerter sich nicht wirklich stecken, machen wir die gleich einfach oben. Nachdem wir die Türen an Türi und die Kartoffeln an Kartoffeli gefüttert haben. Da machen wir da oben noch eine Futterkiste hin und dann hat die Sache sich. Meine Rakete, sie startet. Ohne mich. Hilfe. Haltet sie. Die haut ab. Oder auch nicht. So, eine Truhe brauchen wir mal. Und dann machen wir mal die Ofenkartoffeln. Es braucht alles ein bisschen, weil das kommt ja von der Erde. Und dann machen wir mal ein paar Steinschwerter. Und mal 10 Stück von. So, dann gehen wir mal raus und gucken, ob unsere Jungs noch da sind. Sie sind noch da, sehr schön. Erstmal die Truhe. Paar von den Dingen reintun. So, Türi. Wachsen, also rechte Maustaste mit der Tür, wachsen, stärken, aufziehen oder heilen. Stärken. Wachsen. Damit werden die größer und können stärker werden. Und jetzt kann man die auch heilen, weil der hat nur 20 von 22. Das ist aber 22. Stärken. Und wenn man den anklickt, kann man hier die Farben sehen. Die Kills, die Größe. Der wächst von alleine auch. Angriffsschaden, also das, was Stärken erhöht. Ne? Und jetzt will er Boote haben. Och Mensch. Die sind anscheinend für eine ausgewogene Ernährung, also nicht immer nur Türen. Okay, Schwerti? Hat schon 21, er ist schon gewachsen, lass mich weiter wachsen. Und Kartoffeli. Wachsen. 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 Noch mehr wachsen. Er will immer noch Kartoffeln haben. So ist es schön. Ja, also füttern kann man sie. Und dann halt auch paaren mit anderen. Thüring? Nee. Ja, wenn man jetzt rechte Maus hat, dann kommt dann Lieblingsessen ist jetzt Bote. Thüri will keine Türen mehr, von denen wir jede Menge haben. Wie sieht's aus mit Schwerti? Schauen wir mal. Bis gleich. Ein Servercrash später und Kartoffeli.
mag nur noch Smaragde. Also, sind die Namen vielleicht ein bisschen blöd? Waren sie sowieso? Nehmen wir es einfach blauer. Und gelber. Und roter. Wer hätte das gedacht? Nun gut. Wie gesagt, man kann sie halt füttern. Die wachsen dann, wie man sieht. Und irgendwann kann man die dann halt auch... oh! Hier kann man. Mit anderen... Dann jetzt, nehmen wir mal schnell Smaragde. Englische Version, Vorbereitung für... den Lift auf mit der Rakete. Deswegen Emeralds. Wir können jetzt blau und rot brüten lassen. Hoffe ich. Hallo, ist will er nicht mehr. Auch jetzt will er auch ein Boot haben. Also wie gesagt, man kann die dann theoretisch dann zusammen brüten lassen und dann kriegt man dann halt entsprechende andere Farben raus. Also bei Rot und bei Blau und so weiter. Ne? Habt ihr bestimmt die Idee mitbekommen, wie es funktioniert. Lassen wir jetzt aber mal sein, weil die Folge wird jetzt zu langsam. Lange meine ich. Lassen wir die Schleimlinge hinter uns und machen wir das, wofür wir da gekommen sind. Ein Meteor. Das ist einer der wirklich riesen Nachteile von Galactic Craft. Die Meteore, die ihr für alles braucht. Und dass die irgendwie nur alle Jubeljahre kommen. Ja, ihr solltet die einsammeln, wann immer ihr sie findet. Nehmen wir die dreimal mit hier. Und ja, ist halt ein bisschen zeitaufwendig. Bevor wir abhauen, da sind ein paar Sachen drin, die wir später mal brauchen werden. Und... da ist der Rest, den wir brauchen. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil wir wollen ja auch irgendwie wieder zurückkommen, ne? Von unserer Ausflug mit der Rakete 3 und wohin immer sie uns auch hinbringen wird. Gut, dann schauen wir mal nach. Und 20. 15. Ich frage mich, ob ich demnächst überhaupt hier rauskomme, wenn die so... Oder ob mein Bunker hier explodiert. 10, 9, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Was wäre eigentlich passiert bei dem Raketenstart damals in Cap Carnival, wenn die sich verzählt hätten? Oh Mann. Hier geht's nur ein kleiner, freundlicher Creeper, der mit seiner Rakete vom Mond aus in die Weiten startet. Und dann schauen wir mal, wo wir hin können. So wie gesagt, ich habe auf Englisch umgestellt, weil Mars hatten wir ja schon. Rakete Stufe 2, Tier 2. Venus, brauchen wir eine Tier 4 für. Ceres, Tier 3. Und Asteroiden, Tier 3. Jupiter ist unbekannt, Pluto ist Tier 7. Merkur ist Tier 4, Venus Tier 4. Also Ceres oder die Asteroiden. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu Ceres.
Weil ich weiß, dass wir für bestimmte Teile in den Asteroiden ein weiteres Metall brauchen, was wir nicht haben. Und ich hoffe, das auf Ceres zu finden. Also dorthin. Und wir landen in einem Lander. Mal wieder. Der Boden kommt näher und... Ups. Also ich glaube, der Zeitpunkt ist wieder nicht so optimal. Die sind auch nicht gerade freundlich, wie man hört. Ja, das ist Ceres mit Endermans, Evolved Endermans, Creepern und so weiter. Und der mag mich gar nicht. Hoppa! Der hat sich angeschlichen, eindeutig. So ein bisschen Platz machen und dann... So, Platz haben wir. Dann können wir jetzt vielleicht gleich mal... Oh Mann, ich bleib doch mal stehen. Unser Portal aufbauen. Auch wieder nur ein kleines. Rum. Identifier. Den hier und Ceres ist irgendwie so gräulich. Nehmen wir einfach den Iron. Oh, ich public machen. Manual Entry. Den und den. Ist der Mars, glaube ich, gewesen. Der und der war der Mond. Und der war der geheime Stützpunkt. So, ja. Den und den noch. Die kann man auf jeden Fall gut ändern. Nicht besorgen. Irgendwie. Output, Portal created, Input, Remove Portal und Signal. Ja. Ceres Surface Block. Sieht nicht so toll aus, aber egal. Ja. Tank, haben wir noch einen? Kanister.
Wir sollten auf jeden Fall unsere Rakete rausholen und unser Landing Pack, weil das brauchen wir ja nachher wieder, ne? Ansonsten können wir schlecht wieder starten vom Mond. Ich meine, das Launchpad ist es nicht schad drum, aber um unsere Rakete sehr wohl, ne? Also so, ja. Worum geht es sich hier? Mal wieder. Ratet mal, Jungs. Genau. Verliese und Mineralien. Gucken wir mal schnell. Die haben hier so. Ne, das sind, ich wollte gerade sagen, eine Hexe auch noch. Da haben wir halt hier diesen Surface Rock überall. Und gehen gleich auch mal ein bisschen tiefer. Aber ich wollte nur gucken, ob wir vielleicht irgendwie Glück haben und direkt was finden. Sieht allerdings nicht danach aus. Ja. Dann hier haben wir auf jeden Fall Höhlensystem. Gucken wir mal schnell. Bisschen Spelunking. Höhlen absuchen. Ja, also direkt nichts gefunden. Es gibt halt Höhlen, okay. Es gibt Meteore. Komm, komm. Es gibt Meteore und es gibt massive Leg-Spikes momentan. Das war der Grund auch, warum ich eben rausgeflogen bin bei mir. Ja. Ich würde sagen, ich suche mal, was sich hier finden lässt. Und wir sehen uns dann in einer späteren Folge wieder. Bis dann. Ciao.